Hallo meine Lieben und willkommen zur neuen Wochenbotschaft für die Woche vom 10. Oktober bis zum 16. Oktober 2022. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist und so wie immer hoffe ich auch, dass es dir sehr, sehr gut geht. So ihr Lieben, da sind wir wieder mit der neuen Wochenbotschaft. Wir haben jetzt fast Mitte Oktober und die Zeit vergeht wirklich sehr, sehr schnell. Ne? Also ich muss wirklich sagen, oh Gott, wo ist die Zeit denn? Ja, und in der letzten Wochenbotschaft, also jetzt in dieser Woche, hatten wir als Hauptenergie den Mond und wo es auch wirklich um die Ängste ging und unsere Schattenthemen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich hat sich das Ganze wirklich bewahrheitet. Also ich bin jetzt auch wirklich gerade dabei, Schattenarbeit zu machen und vielleicht aber der ein oder andere von euch auch. Und falls es dir gerade genauso gehen sollte, dass du nicht so richtig weißt, okay, was ist gerade los und es kommen Dinge nach oben, die du eigentlich nicht so wirklich sehen möchtest und die unangenehm sind, ich habe jetzt mal folgenden Buchtipp für dich, ja? Weil ich finde, dieses Buch ist wirklich... Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dieses Buch hat das Potenzial, dein Leben zu verändern. Unglaublich, wenn du wirklich damit arbeitest, wenn das Ganze wirklich ernst ist, wenn du das Ganze ernst nimmst. Ja, ich schwöre dir, da kann sich für dich einiges klären und ebenfalls auch verändern. Ja, das ist jetzt keine Werbung, was ich mache, zumindest es ist keine bezahlte Werbung, sagen wir es mal so. Ja, also ich stelle dir jetzt mal das Buch vor. Das ist das Schattenarbeit von Debbie Ford. Ja, Wachstum durch die Integration unserer dunklen Seite. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, dieses Buch ist wirklich der Hammer. Ich bin jetzt auch gerade dabei, das wieder zu studieren. Und es hat sich einiges für mich wirklich erklärt, gelöst. Ich will nicht sagen, dass komplett alles aufgelöst ist, aber es geht ja in diesem Buch vielmehr darum, deine Schattenseiten anzunehmen und ebenfalls zu integrieren. Ja? Und wie gesagt, das ist ein wundervolles Buch, eines der besten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Und vielleicht kennst du es schon und ja, also wenn du wirklich willst, bis etwas in deinem Leben zu verändern oder beziehungsweise dich zu verändern, ich empfehle dieses Buch. Wenn es dir nicht ernst ist, dann kauf es dir bitte nicht, dann lass es wirklich beiseite oder ne, dann vergiss, was ich gerade eben gesagt habe, weil dieses Buch, ja, das ist wirklich der Hammer. Das ist, wie gesagt, keine Werbung, keine bezahlte, ich kriege kein Geld dafür, ich habe das damals gekauft und ich wollte es dir ganz einfach mal empfehlen, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass einige wirklich gerade mit den dunkelsten Themen ihres Lebens konfrontiert werden. Unter anderem natürlich auch ich, ja. Und deswegen dachte ich, hey, stell doch einfach mal dieses Buch vor, beziehungsweise empfehle das doch mal den Menschen. Und das habe ich jetzt wirklich gemacht. Und ja, ich kann es dir wirklich empfehlen, es ist wunderbar. Findest du auf Amazon, ne? Also das ist hier Debbie Ford, Schattenarbeit, beziehungsweise die dunkle Seite der Lichtjäger, ja. Okay, jetzt stelle ich dir aber erstmal die Karten vor, die ich heute für dich mitgebracht habe. Vor dir siehst du, das ist das Gilded Tarot Royal von Jerome Marchetti. Auch mit dabei, das ist das Starseed Oracle von Rebecca Campbell. Dann verwende ich, das ist das Sacred Forest Oracle von Denise Lynn. Das Work Your Light Orakel von Rebecca Campbell ist ebenfalls mit dabei. Und jetzt verwende ich ebenfalls noch ein Kartendeck. Da habe ich aber die Verpackung nicht mehr, weil ich habe davon jetzt noch die erste Auflage. Und damals war die Verpackung viel zu groß und deswegen habe ich sie weggeschmissen. Ich kann dir aber sagen, wie das Cover aussieht. Und zwar sieht das so aus. Ja, das ist das Wild Wisdom of the Fairy Oracle von Lucy Cavendish. Ja, so sieht die Verpackung aus. Na? Okay. Ihr Lieben, ich würde sagen, es geht jetzt auch los mit der Wochenbotschaft. Es ist jetzt ebenfalls eine ganz, ganz allgemeine Legung. Das bedeutet, nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen. Guck einfach mal, ob da irgendwas nächste Woche für dich eintrifft oder eben nicht, ja. Wenn du möchtest, schau ganz einfach mal Ende der nächsten Woche, ob irgendwas stimmig war für dich, ob irgendwas eingetroffen ist. Und wenn nicht, dann eben nicht, ja. Und wie gesagt, es kommt natürlich auch immer darauf an, was du daraus machst, ja. Die Karten zeigen Tendenzen auf. So, ihr Lieben, ich würde sagen, es geht jetzt auch direkt los. Der 10. bis 16. Oktober, schauen wir doch mal, was bringt uns ein die nächste Woche? Was bringt uns ein die kommende Woche im Kollektiv? Was bringt uns ein die nächste Woche? Was bringt uns ein die nächste Woche? Nummer 1, okay, was bringt uns ein noch die nächste Woche? Nächste Woche. Was bringt uns noch die nächste Woche?
Nächste Woche, was kommt noch? Im Kollektiv, was auf uns alle zu? Was kommt noch nächste Woche auf uns zu? Noch eine Karte bitte für die kommende Woche. Was passiert noch nächste Woche? Nächste Woche. Okay. Also was ich hier auf jeden Fall schon mal spüre. Für all diejenigen unter euch, die jetzt gerade schon in einer Art Isolation sind. Also falls du dich momentan zu sehr isolierst. Ich habe das Gefühl, versuch irgendwie Mittel und Wege zu finden, um da rauszukommen. Ja? Weil das kann auf Dauer echt ungesund sein. Weil ich habe wirklich das Gefühl, einige von euch, das können jetzt wenige sein. Oder, ne? Du musst mal gucken, wie es für dich hinhaut. Es ist ein allgemeines Orakel, ne? Und ich habe schon auf jeden Fall das Gefühl, einige von euch, ihr seid hier viel zu sehr, viel zu lange in einer Art Isolation. Und jetzt ist es da notwendig, dass du irgendetwas tust, um da rauszukommen. Dass du dich da irgendwie aufrappelst, dass du wirklich willens bist, da rauszukommen. Na, wie gesagt, ich will nicht sagen, was du zu tun oder zu lassen hast, ja. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass einige von euch schon viel zu lange in einer Art Isolation sind, als du, viel länger als du hättest sein müssen, ja. Das ist die, wirklich die Botschaft, die ich hier wirklich ganz, ganz stark wahrnehme. Ja, gut, ihr Lieben. Ich fange jetzt mal an mit der Botschaft hier unten drunter. Das ist die Energie, die Hauptenergie für die nächste Woche. Darum geht es nächste Woche im Großen und Ganzen. Und da haben wir die Gerechtigkeit. Es geht hier um Gerechtigkeit, es geht um Fairness, es geht um Gleichberechtigung, es geht um Harmonie. Aber auch hier geht es bei der Gerechtigkeit um Entscheidungen. Also geht es darum, eine kluge und faire Entscheidung zu treffen zu deinem höchsten Wohl und auch zum Wohle anderer. Ja, es geht ja einfach darum, auf Deutsch gesagt, das Richtige zu tun. Ja, und die Gerechtigkeitskarte steht auch immer so dafür, dass man erntet, was man sät. Ja, alles ist genauso, wie es sein soll. Alles ist in göttlicher, perfekter Ordnung. Ja, das ist ebenfalls die Botschaft, die ich hier wahrnehme bei dieser Karte. Das ist übrigens Waage-Energie. Und bei Waage geht es auch ebenfalls um Partnerschaften. Es geht um, ja, feste Verbindungen. Es geht um Harmonie auch irgendwo. Ne, Harmonie, inneren Frieden, das ist die Energie der Waage und wir haben hier ebenfalls Yin und Yang abgebildet. Also geht es auch wieder darum, das passt sehr, sehr gut zu der Buchempfehlung, die ich vorhin gemacht habe. Die dunkle Seite integrieren, ebenso auch wie die Lichtseite, ja. Und wie gesagt, ich will jetzt da auch nicht ganz so viel verraten aus dem Buch. Das Ganze muss man wirklich einfach mal persönlich erleben. Ne, aber wie gesagt, nächste Woche die Gerechtigkeit, Fairness, Gleichberechtigung, Harmonie, kluge und faire Entscheidungen treffen, das ist nächste Woche so die Hauptenergie. Was haben wir hier drunter? Die Herrscherin. Die Herrscherin steht wirklich für Wachstum, die steht für Fülle, etwas wächst und gedeiht. Es geht ebenfalls hier um die Venus, also das Schöne. Und Venus ist ja übrigens auch der Herrscherplanet von der Waage, unter anderem auch mit. Und wo ich wirklich auch wieder das Gefühl habe, dass es wichtig ist, wieder für mehr Harmonie zu sorgen, für Schönheit, Harmonie und Frieden in das eigene Leben wieder mit integrieren. Das scheint nächste Woche, vielleicht sogar auch jetzt schon, eine sehr, sehr wichtige Rolle für dich zu spielen. Ja, und ich habe wirklich auch das Gefühl, dass es jetzt für uns immer mehr darum geht, wirklich alle Anteile in uns zu integrieren. Ja, also wie gesagt, ich kann dir wirklich von Herzen dieses Buch empfehlen. Also wie gesagt, das war keine bezahlte Werbung, was ich gemacht habe. Ich kriege da kein Geld dafür oder sonst irgendwas. Ja, aber das ist wirklich sehr, sehr passend. Also da habe ich wirklich das Gefühl, beide Seiten in unserem Leben, also beide Seiten, die wir haben, sowohl die helle als auch die dunkle, wirklich akzeptieren und annehmen. Ja, gut. Ich kann ja mal spaßenshalber oben drauf gucken. Da haben wir jetzt die 7 der Schwerter. Die 7 der Schwerter steht sowohl für Betrug, für Falschheit, als auch für dafür, dass man sich ja aus dem Staub macht. Ja, dass man sich ja aus einer Affäre zieht. Dass man sich hier, ja, dass man hier etwas vielleicht auch nicht so wirklich sehen möchte, dass man sich mit gewissen Dingen nicht so wirklich konfrontieren möchte, weil man vielleicht ein kleines bisschen Hemmungen hat. Ja, das ist auch das Gefühl, was ich hier wirklich habe. Und zwar geht es hier bei einigen von euch um Themen aus der Vergangenheit. Ja, Themen aus seiner Kindheit oder mit jemandem aus seiner Vergangenheit. Ja,
Hier haben wir aber das Aster Münzen. Hier ist auf jeden Fall eine sehr, sehr großartige Chance. Du hast jetzt also ab jetzt, beziehungsweise auch nächste Woche, die Chance, hier wirklich etwas aus deiner Vergangenheit zu heilen, etwas aufzulösen, etwas zu verarbeiten. Ja, etwas, was mit Lügen, Betrug und Falschheit zu tun hat oder mit Unauthentizität, das kann jetzt auch der Fall sein, oder etwas, wo du dir selbst etwas vorgemacht hast oder etwas, wo du dich aus der Affäre gezogen hast, wo du was du nicht sehen wolltest, was du verdrängt hast, ja, habe ich ebenfalls das Gefühl, du hast hier wirklich nächste Woche die Chance, das zu integrieren und da wirklich ein riesengroßes Geschenk daraus zu ziehen, sozusagen. Weißt du, das ist wirklich das Gefühl, was ich habe. Und hier haben wir den König der Kelche. Und da habe ich wirklich das Gefühl, dass du hier wirklich das Potenzial hast, eine Situation wirklich hier zu meistern. Könige im Tarot stehen für Meisterschaft. Und wir haben hier den Kelchkönig. Also geht es hier um deine Emotionen, deine Gefühle, deine Gefühlswelt. Ja, ebenso vielleicht auch das Verdrängte, das Unterbewusstsein. Ja, dafür stehen ebenfalls auch die Kelche. Sehr, sehr interessant, ihr Lieben. Das war kein Zufall, dass ich dir dieses Buch empfohlen habe. Ja, also wie gesagt, das ist keine Werbung und ja, ich muss jetzt nochmal ganz, ganz kurz einen Schluck trinken. Es geht sofort weiter, ihr Lieben. So, es geht los. Mit der ersten Karte, die hatte ich auch schon gesehen, als sie vorhin rausgefallen ist. Das ist ebenfalls auch die Einstiegskarte für die nächste Woche. Und da haben wir die Neun der Stäbe. Es geht ja also, bei den Neun der Stäben geht es immer darum, dass man sich hier so ein bisschen bedeckt hält, weil man äußere Bedrohungen vielleicht auch so ein kleines bisschen fürchtet. Es geht hier ebenfalls um Verletzungen aus der Vergangenheit. Bei dieser Karte spüre ich auch irgendwo Durchhaltevermögen. Ich spüre Durchhaltevermögen. Diese Person ist schon verdammt weit auf ihrem Weg gekommen und das ist genau das, was ich auch bei dir spüre. Du bist schon sehr, sehr weit gekommen, auch wenn du es eventuell nicht siehst oder nicht so wirklich wahrnimmst und nicht so richtig checkst. Ich sehe, du bist auf jeden Fall schon sehr, sehr weit gekommen auf deinem Weg. Halte durch, du bist stärker, als du glaubst. Ja, diese Person hat sehr, sehr viel gekämpft, hat sehr, sehr viel durchgemacht, hat sich die ein oder andere Narbe geholt. Im Kampf, ne? Aber sie hat es überlebt. Sie lebt noch. Die Person atmet. Ja? Und ebenfalls auch du. Ja? Du bist in der Lage zu atmen. Du bist in der Lage, dir dieses Video anzusehen. Ja? Du hast es geschafft und du schaffst es auch weiterhin. Das ist das, was ich dir damit sagen möchte. Was auch immer gerade dein Kampf ist, du schaffst das. Ja? Wirklich. Ich bin davon überzeugt. Also, du schaffst das. Ja? Was auch immer dein Kampf ist oder war, du schaffst das. Du bist stärker, als du glaubst. Diese Person hier ist verdammt stark, ist unkaputtbar. Ja, und somit auch du. Es geht weiter. Drei der Kelche. Okay, die drei der Kelche sind immer ein Grund zum Feiern. Ja, also es kann wirklich bedeuten, dass du dann ab der nächsten Woche einen Grund zum Feiern hast. Vielleicht ist es sogar auch so, wir müssen da mal gucken, was die anderen Karten sagen. Vielleicht ist es auch so bei den einen oder anderen von euch, dass du wirklich nächste Woche etwas schaffst, etwas meisterst. Und das wirklich mit Erfolg, weil du mutig bist oder warst, deinen Schatten in dein Leben zu integrieren, gewisse Dinge dir anzuschauen, die vielleicht ein bisschen unbequem waren. Da habe ich wirklich das Gefühl, dass die drei der Kelche dir sagen möchten, hey, wenn du das getan hast oder wenn du das tust, wirst du Grund zum Feiern haben. Ja, weil die Karte steht wirklich für Dankbarkeit, für Hochzeit. Ja, vielleicht möchtest du heiraten, weiß ich jetzt nicht. Im Oktober, hey. Aber die Karte steht wirklich, ey, Dankbarkeit für eine erfolgreiche Ernte. Ja, also hier hat man wirklich erfolgreich etwas geschafft und nun hat man einfach Grund zum Feiern. Ja, also kann es wirklich sein, dass du nächste Woche oder ab der nächsten Woche hier etwas schaffen wirst. Wir gucken mal weiter. Das sind jetzt hier die Neun der Schwerter. Die Neun der Schwerter, das ist die Panik. Das ist die Angst vor der Zukunft. Schlechtes Gewissen, Gewissensbisse, Reue. Vielleicht bereust du irgendwas. Vielleicht hast du irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil du jetzt wirklich merkst, okay, ich habe in der Vergangenheit dieses und jenes getan, das war nicht ganz so toll. Und hier habe ich wirklich das Gefühl, vergib dir selbst. Ja? Natürlich kann es bedeuten, dass nochmal die ein oder andere Angst nach oben kommt. Ja, wir haben hier übrigens 2x9. Ja, und die Zahl 9 steht ja für eine Art Vollendung, beziehungsweise kurz vor Schluss, kurz vor einer Vervollständigung, kurz vor einer Vollendung. Ja, und da habe ich wirklich das Gefühl, du bist ja auf jeden Fall kurz davor, hier etwas zu schaffen.
Ja, kurz davor hier etwas ein für alle Mal loszulassen. Ja, die ein oder andere Angst zeigt sich noch. Schlaflose Nächte, vielleicht sogar auch Panikattacken. Ja, aber ich habe hier wirklich auch das Gefühl, weil das Ganze hier, das ist eine mentale Geschichte. Das sind die Schwerter, also geht es um die Gedanken bzw. deinen Geist und ebenfalls auch um die Kommunikation, wo ich das Gefühl habe, das Ganze ist vor allem bei vielen von euch mentaler Natur. Deswegen ist es wichtig für dich, sorge irgendwie dafür, dass du nicht zu sehr in deinem Kopf, in deinem Verstand verweilst. Ja, weil deine Gedanken können ja sonst irgendwas einreden. Deine Gedanken können wirklich dafür sorgen, dass du in ein endloses Drama hineinkommst. Und deswegen ist es wichtig, erstens, glaube nicht alles, was du denkst. Und zweitens, mach irgendwelche Übungen, wo du in deinen inneren Frieden wieder kommst. Ja? Gut, wir gucken mal weiter. Ich wusste es. Also, beziehungsweise ich wusste, dass hier jetzt eine bessere Karte kommt. Ja? Also, ich habe wirklich das Gefühl, Energiearbeit kann dir hier gut tun. Die Sonne. Die Sonne, eine der besten Karten im Deck. Sonnenlicht. Ja, also falls du dich zu sehr isoliert hast, geh raus in die Sonne. Sonne schenkt Kraft, Energie, Wärme, Lebensenergie, Freude, Lebensfreude wieder zurück, dein Frohsinn. Ja, also falls du viel zu sehr zu Hause warst, falls du dich eingeigelt haben solltest, geh wieder mehr raus ins Licht. Geh mehr raus in die Sonne. Ja, nichtsdestotrotz habe ich hier wirklich das Gefühl, dass hier etwas geschafft werden kann. Ja. Ja, ich sehe Energiearbeit. Ich sehe trotzdem, ja, halte durch. Das sage ich dir wirklich so, wie es ist. Aber trotz allem sehe ich ja auch wirklich oder fühle ich auch wieder Energien von, hey, du hast es hier fast geschafft. Ja? Du hast auf jeden Fall bald wirklich Grund zum Feiern. Ja? Ja, hier zeigen sich Verletzungen aus deiner Vergangenheit. Vielleicht sogar auch direkt aus deiner Kindheit. Ja? Und du hast jetzt die Chance, daraus etwas zu machen. Du hast jetzt die Chance, das zu meistern. Ja? Du hast jetzt die Chance. Wir haben rückläufigen Uranus. Und wir haben rückläufigen Chiron. Chiron ist der verwundete Krieger, der verwundete Heiler. Also geht es hier wirklich um Heilung deiner tiefsten Wunden. Und die Möglichkeit hast du jetzt. Jetzt bis November, Dezember und vielleicht sogar auch noch Januar hast du hier wirklich die Möglichkeit zu heilen und gewisse Dinge aufzulösen, die dich immer noch jagen, sage ich ganz einfach mal, ne? Also hier ist wirklich sehr, sehr viel Potenzial. Und ich habe auch das Gefühl, dass in deine dunklen Phasen deines Lebens, wo du gerade wirklich drin steckst, dass da das Licht auch wieder kommen wird, wenn du mutig genug bist, um dir deine Schatten anzusehen. Ja? Wie willst du wissen, was das Licht ist, wenn du das Dunkle nicht kennst? Ja? Deswegen auch dieses Buch. Ich empfehle es dir wirklich vom Herzen. Wie gesagt, was du daraus machst, ist es nur eine Empfehlung. Ja, hör bitte auf dein Gefühl. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wow. Ja. So, ihr Lieben, es geht jetzt auch sofort weiter mit dem nächsten Deck. Ich möchte aber ganz, ganz kurz erstmal einen Schluck trinken. Also, was ich hier ebenfalls sehr, sehr stark wahrnehme, bei der Kombination 9 der Schwerter und Sonne, habe ich ja wirklich das Gefühl, dass jetzt wirklich einige Dinge richtig angeschaut werden, weil die Sonne strahlt hell. Die Sonne zeigt auf das oder das Licht kann einen Schatten beseitigen, sage ich ganz einfach mal. Ja, also wie möchtest du etwas Dunkles loswerden, indem du Licht mit dem Licht drauf zeigst, indem du es ansiehst, indem du es betrachtest, ja, indem du dich damit auseinandersetzt. Ja, so kann es verschwinden. Und das ist hier ganz, ganz stark der Fall, ihr Lieben. Ja, viele von euch oder viele von uns oder, ne, ihr werdet gerade wirklich mit eurem Schatten konfrontiert und der wird euch nicht in Ruhe lassen. Es wird immer wieder kommen durch irgendwelche äußeren Umstände, die dich triggern, die schmerzhaft sind, die dafür sorgen, dass du leidest, solange bis du es dir anschaust. Ja, die Karte passt. Das ist jetzt hier der dunkle Mond und das ist genau das, was bei einigen von euch gerade wirklich los ist. Ihr seid hier gerade dabei zu wachsen. Ja, einiges ist sehr, sehr hoffnungslos. Einiges ist für euch wirklich sehr, sehr düster. Aber du bist gerade wirklich dabei,
heranzureifen und du bist gerade dabei, dich selbst kennenzulernen. Erwachsen zu werden, auf Deutsch gesagt. Ja, es geht ebenfalls um eine Selbstbeobachtung nächste Woche und sogar auch jetzt schon, wo du das Video siehst. Ja, es geht darum, es geht um Konfrontation, ihr Lieben. Es geht um Konfrontation und es geht darum, sich selber wirklich kennenzulernen. Ja, auch die düsteren Seiten, die wir haben, die wir uns nicht erlauben zu zeigen. Ja, ich nenne dir mal ein Beispiel. Mal angenommen, du bist, warte mal, ich überlege gerade nach einem perfekten Beispiel. Mal angenommen, du bist sehr, sehr, sehr impulsiv, zum Beispiel aggressiv oder so. Ist es nur ein Beispiel? Ich sage jetzt nicht, dass du es bist, ne? Ist es nur ein kleines Beispiel? Mal angenommen, du bist, oder andere sagen das, dass du sehr, sehr impulsiv oder aggressiv bist. Dann hat diese Eigenschaft an dir Überhand genommen. Das bedeutet, dass du eigentlich leidenschaftlich bist. Ne? Nur, dass diese Seite in dir ein kleines bisschen Überhand genommen hat. Ja? Und zum Beispiel, noch ein anderes Beispiel, wenn du zum Beispiel zu stur bist, ja, dann bedeutet das, dass du ehrgeizig bist. Dann ist diese Sture vielleicht nur ein kleines bisschen überbetont, weißt du? Aber das wird alles in dem Buch richtig, richtig gut erklärt, was ich dir am Anfang empfohlen habe. Ja? Wenn du es dir kaufen möchtest, ist das nur ein kleiner Hinweis. Aber ich finde, ich habe wirklich das Gefühl, dass es einige von euch momentan wirklich, dass ihr gerade wirklich mit eurem Schatten konfrontiert werdet. Und dieses Buch, ich schwöre es euch, das kann euch wirklich helfen. Also unglaublich. Ja. So, wir gucken mal weiter. Also nächste Woche scheint immer noch eine Woche der Selbstbeobachtung zu sein. Aber ich lasse mich auch gern eines Besseren belehren. Das bedeutet, es kann sein, dass sich das nächste Woche ebenfalls noch ändert, dass sich das Blatt wendet. Lass mal schauen, was zeigt sich noch nächste Woche? Was bringt uns allen noch die nächste Woche? Der 10. bis 16. Oktober. Was bringt uns allen noch die nächste Woche? Der 10. bis 16. Oktober nächste Woche. Was kommt noch? Noch eine Karte bitte. Was kommt noch nächste Woche? Ja, okay, wow. Mit der Karte fange ich an, die habe ich jetzt sofort gesehen. Carry me home. Ich sehe, du bekommst auf jeden Fall Unterstützung, beziehungsweise geht es darum, zu erlauben, dass andere dich dabei unterstützen. Ja, spannenderweise haben wir hier die 27 und 2 und 7 ist 9. Und wir haben hier ebenfalls zweimal die 9. Also, wie gesagt, die Zahl 9 steht wirklich dafür, ja, hier kurz vor der Vollendung. Ja, beziehungsweise geht es darum, hier etwas zu Ende zu bringen. Auch etwas loszulassen, ja. Ich sehe hier wirklich, eine Form von Unterstützung. Du kannst dir möglicherweise vielleicht sogar im Außen wirklich Hilfe suchen. Die Person kann dir wirklich dabei helfen, dich selber mehr kennenzulernen. Das kann jetzt aber auch dieses Buch sein oder sonst irgendwas. Hör bitte auf dein Gefühl. Ja, wenn du sagst, nee, das Buch ist nichts für mich, dann lass es bitte, ja. Also höre wirklich auf dein Gefühl, ne. Das ist ganz, ganz wichtig. Erlaube dir, anderen zu helfen. Also es kann wirklich sein, dass du wirklich beginnst, nächste Woche dir vielleicht irgendwie Hilfe zu suchen oder vielleicht, dass du wirklich damit anfängst, dir selbst zu helfen, weil es geht auch irgendwo darum, dass du jetzt ebenfalls mit dieser Karte jetzt auch lernst, dich um dich selber zu kümmern. Ja? Und wir haben hier die Herrscherin gehabt, unter der Gerechtigkeit, ne, hatten wir die Herrscherin und da geht es ebenfalls darum, sich zu nähren, sich um sich zu kümmern. Das ist sehr, sehr starke Venus-Energie ebenfalls nächste Woche. Also geht es um Selbstliebe, Selbstfürsorge, ja. Und das ist nächste Woche ebenfalls ein sehr, sehr großes Thema. Und ich lehne mich jetzt ganz, ganz weit aus dem Fenster und sage, dass einige von euch es ab der nächsten Woche wirklich schaffen können, dass ihr euch wirklich selbst liebt. Ja, dass du wirklich damit beginnst, dich radikal selbst zu lieben, auch mit deinen dunklen Seiten. Jeder von uns hat düstere und helle Seiten, jeder von uns. Ja, auch ich. Ne? Also darum geht's. So, jetzt gucke ich mir erstmal die Karte jetzt hier unten drunter an. Und hier haben wir Dragon's Pet, das ist das Drachenhaustier sozusagen. Also hier kann es wirklich sein, dass vielleicht Tiere für dich wichtig werden. Dass dir vielleicht ein Tier begegnet, dass die Naturwesen vielleicht sogar auch eine große Rolle für dich spielen, wenn du rausgehst und du hast eine sehr, sehr starke Verbindung zur Natur, zu Feen, zu ne, woran auch immer du glaubst. Aber hier scheinen wirklich dein Haustier oder sogar auch allgemein Tiere scheinen hier wirklich wichtig für dich zu werden. Ich habe sowieso
das Gefühl, dass Tiere sehr, sehr, dass Tiere wirklich balsam sind für die Seele. Und ich habe gestern einen Beitrag gelesen über Katzen. Und Katzen nehmen wirklich negative Energien, wenn du schläfst. Wenn sie dich da zu dir legen, Entschuldigung, meine Stimme, wenn sich Katzen zu dir legen, nachts in dein Bett, dann nehmen sie wirklich negative Energie von dir. Ja, ich habe da gestern einen Beitrag gelesen, das fand ich so, so spannend. Und genau, also Katzen sind wirklich toll, aber wenn du einen Hund hast zum Beispiel, auch wunderbar, ja? Gut, was haben wir hier? Guck mal, ja, okay, die Karte folge mir. Folge mir, komm, dies ist deine Einladung, um das Reich der Feen zu, ja, einzutreten. Also hier wird wirklich gesagt, also hier spüre ich bei dieser Karte eine starke Veränderung. Ein neues Kapitel in deinem Leben wartet hier definitiv auf dich. Ja, du bist dabei, hier definitiv Neues zu erfahren, neues Territorium zu betreten, dich selbst neu zu entdecken, dich selbst mehr zu erforschen. Das ist wirklich das, was ich hier sehr, sehr stark wahrnehme. Ja, vielleicht bekommst du aber auch direkt eine Einladung von der Person, die dir helfen möchte. Ja, diese Hilfe darfst du definitiv annehmen. Ja, und wie gesagt, diese Person kann dir wirklich dabei helfen, in deinem Transformations- und Wachstumsprozess, und sie kann dir wirklich auch sogar dabei helfen, ein besseres Verständnis über dich selbst zu erlangen, sozusagen, damit du dich selber ein bisschen besser verstehst, weißt du? Entweder wirklich durch einen Therapeuten, durch einen Coach, Mentor oder vielleicht auch wirklich durch ein Buch, irgendeins. Das muss jetzt nicht das sein, was ich dir vorgestellt habe. Das kann auch ein anderes sein. Ja? Gut, es geht weiter mit dem nächsten Deck. Was zeigt sich noch nächste Woche? Ich gucke jetzt hier gerade zum Fenster raus, ne? Und hier versucht gerade einer zu wenden und das ist gerade ein Schauspiel. Ja, Entschuldigung. Nein, ich mache mich nicht lustig, um Gottes Willen. Sah jetzt nur gerade witzig aus. Okay, gut. So. Nächste Woche. Was zeigt sich noch in der nächsten Woche? Der 10. bis 16. Oktober. Nächste Woche. Was bringt uns ein noch in der nächsten Woche? 10. bis 16. Oktober nächste Woche im Kollektiv. Was kommt noch? Was wird ebenfalls noch wichtig werden in der nächsten Woche? Ja. So, noch eine Karte bitte. Für das Kollektiv, für die nächste Woche. Der 10. Dankeschön. Da ist sie schon. Das war jetzt auch der Stopp. So, ich fange jetzt an mit der Karte hier, die jetzt als erstes rausgefallen ist, weil ich habe die schon gesehen. Das ist die Karte, ja, verlorene Lande, verlorene Länder, verlorene Städte. Oh, wie schön die Karte ist, ne? Ich liebe ja diese Zeichnungen. Es geht ja ums Seelen, Erinnerungen und Geschenke oder Gaben. Du hast das schon mal zuvor getan, ja? Also das, was du jetzt gerade durchmachst, hast du schon einmal getan, in einem vergangenen Leben oder früher schon mal in deiner Vergangenheit, ja? Wo ich aber irgendwie auch das Gefühl habe, was du gerade durchmachst, das kann eine Situation sein aus deinem vergangenen Leben. Ja, das kann sein bei einigen von euch. Aber hier habe ich dennoch das Gefühl, dass etwas, was verloren gegangen ist in dir, ja, sind Erinnerungen, deine Schattenseite, deine Geschenke, deine Gaben, was du zu geben hast, deine Talente, habe ich wirklich das Gefühl, diese kommen jetzt immer und immer mehr zum Vorschein. Das, was du als deinen Schatten siehst, das, was du als deine größte Schwäche siehst, ist in Wahrheit deine allergrößte Stärke. Und das wird ebenfalls in diesem Buch hier ganz, ganz gut erklärt. Wie gesagt, ich habe das am Anfang vorgestellt. Ja, so, die nächste Karte, ich habe die auch schon gesehen. Your life is a canvas. Also hier geht es auf jeden Fall um Künstler. Einige von euch, ihr seid hier Künstler. Und diese Gaben, diese Geschenke, diese Talente kommen jetzt immer und immer mehr zum Vorschein. Ja? Es geht ja um deine Kreativität. Vielleicht hast du auch nächste Woche das Gefühl, dich mehr kreativer auszudrücken. Aber ich habe hier wirklich das Gefühl, dass deine Geschenke, dein innerer Künstler, deine Talente immer und immer mehr zum Vorschein kommen. Und diese Talente hast du in deinem vergangenen Leben möglicherweise auch schon gelebt. Ja? Unten drunter hast du folgende Energie, das kosmische Herz. Und hier geht es auf jeden Fall darum, dich wirklich hinzugeben, deinem Herzen hinzugeben, dich dem, ja, dich der geistigen Welt hinzugeben, dem Gott, dem Kosmos, ja. Also hier geht es wirklich um Hingabe.
Hingabe an das Göttliche, Hingabe an dein Herz. Ja, natürlich, höre auf dein Herz, aber nimm bitte auch deinen Verstand mit. Das ist ganz wichtig, ja? Make your life a moving prayer heißt auf Deutsch sowas wie Sorge, also ich übersetze es jetzt grob. mach dein Leben zu einem Gebet sozusagen. Also passt darauf, also ich spüre auch irgendwo, passt darauf auf, was du sagst. Weil es kann passieren, dass das, was du in der Vergangenheit oder kürzlich gesagt hast, dass ich das nächste Woche hier manifestieren kann. Ja, du erntest hier, was du siehst. Ja. So, es geht weiter. Dein äußeres Leben. Dein Leben ist ein Spiegel deines Inneren. So wie es in deinem Leben aussieht. So sieht es in deinem Inneren aus. Ja? Jetzt gerade kam diese Karte rausgefallen und da haben wir eine Aktivierung. Das ist eine Frühlingsenergie haben wir hier und hier gibt es immer eine Art Aktivierung. Also hier geht irgendetwas, hier sprießt etwas, hier erblüht etwas. Ja? Hier kommt etwas raus. Der Frühling ist auch immer so eine Energie von etwas Neues. Ja? Etwas Neues kommt. Es geht weiter. Was zeigt sich noch nächste Woche? Der 10. bis 16. Oktober nächste Woche. Was kommt noch nächste Woche auf uns alle zu? Was kommt noch in der nächsten Woche auf uns alle zu? Die nächste Woche. Was kommt noch? Kommt noch eine Karte bitte noch für die nächste Woche. Gut, das sind jetzt zwei, kein Problem. So, unten drunter hast du folgende Energie für die nächste Woche und da haben wir Mut. Es geht um Courage. Es geht darum, mutig zu sein. Mutig zu sein, sich gewisse Dinge anzuschauen, die unbequem sind. Mutig zu sein, den nächsten Schritt zu wagen. Mutig zu sein, etwas Neues zu wagen, sich auf etwas Neues einzulassen auch. Ja? Mutig zu sein, den nächsten Schritt zu wagen. Mutig zu sein, um eine Entscheidung zu treffen. Eine mutige Entscheidung treffen. Ja? So, was haben wir hier? Da haben wir jetzt die Karte Sanctuary. Also hier geht es auf jeden Fall schon sowas wie um eine Art Zufluchtsort. Es geht um eine Art, ja, einen heiligen Ort. Ja, also wo du dich wirklich wohlfühlen kannst und da habe ich irgendwie auch das Gefühl, sorge dafür, dass es bei dir in deiner Umgebung, wo du dich hauptsächlich aufhältst, dass es dir da ebenfalls auch richtig gut geht, ja, dass du dich wohlfühlst, na, das ist ganz, ganz wichtig, sorge dafür, dass du dich bei dir zu Hause, wo du die meiste Zeit bist, verbringst, dass du dich da auch wirklich wohlfühlst, gut. Was haben wir hier? Da haben wir jetzt zum einen die Karte Transcending. Also bei dieser Karte spüre ich gerade ganz, ganz stark, es geht hier um eine Art Übergang. Also hier spüre ich wirklich einen Übergang. Eine Veränderung, eine Art Übergang. Ja, sich in die Lüfte erheben, die nächste Stufe, eine Hürde überwinden. Das ist genau das, was ich hier wirklich bei dieser Karte ganz, ganz stark spüre. Wir haben hier Pegasus. Na, sich in die Lüfte erheben, Freiheit, Authentizität, Hindernisse überwinden, Veränderungen. Ja, das ist genau das, was ich hier ganz, ganz stark spüre. Lass mal sehen, was du jetzt hier hast. Einhorn. Guck mal, wir haben Pegasus und Einhorn. Vielleicht sind nächste Woche die Pegasus-Einhörner sehr, sehr stark an deiner Seite. Vielleicht sind das nächste Woche sogar auch deine Krafttiere. Wenn du möchtest, kannst du gerne mal danach schauen, wofür ein Einhorn steht, spirituell gesehen. Das Krafttier Einhorn oder Pegasus, ne, wenn du möchtest, kannst du ganz gern einfach mal danach schauen. Aber hier geht es auf jeden Fall um Reinheit, wo ich wirklich das Gefühl habe, es geht dabei um dich. Dein reines, wahres Sein, was jetzt immer und immer mehr zum Vorschein kommt. Ja? Einige von euch, ihr habt euch in der Vergangenheit oder sogar auch jetzt schon gerade nicht getraut, ihr selbst zu sein. Ihr wurdet möglicherweise ausgelacht, ihr wurdet verurteilt. Du durftest das nicht in der Kindheit. Und da habe ich jetzt wirklich das Gefühl, diese Eigenschaften, die kommen jetzt immer und immer wieder stärker zum Vorschein in dir. Ja? Auch die dunklen. Und diese darfst du annehmen. Ja, wir sind seelische Wesen. Von Natur aus sind wir natürlich seelische Wesen und Licht und Liebe, das ist klar. Aber wir sind hier auf der Erde und das bedeutet, wir sind auch Mensch. Ja? Wir sind ein seelisches Wesen in menschlicher Form.
Und das bedeutet, dass wir auch dunkle Seiten haben. Ja. Ich spüre hier wirklich Wahrhaftigkeit. Ich glaube sogar Einhörner stehen wirklich für Wahrhaftigkeit. Ehrlichkeit, Authentizität spüre ich hier sehr, sehr stark. Ja. Diese Karte kam jetzt gerade rausgefallen. Ich gucke die mal an. Du hast hier Hilfe. Du hast hier Hilfe. Geist, Wesen, deine Ahnen, aufgestiegene Meister könnt ihr hier absolut helfen. In der nächsten Woche. Wenn du dich mit ihnen verbindest, ne? Wenn du dich mit ihnen verbindest und wenn du sie um Hilfe bittest. Solltest du die Zahlenkombination 333 öfters sehen oder viermal die 3, ne? Dann ist es ein Zeichen für dich, dass die aufgestiegenen Meister sehr, sehr stark an deiner Seite sind. Zum Beispiel zu den aufgestiegenen Meistern gehört zum Beispiel Erzengel Michael, Jesus Christus, Maria Magdalena und so weiter und so fort. Ja? Gut. Die können dich auf jeden Fall dabei unterstützen, den nächsten Schritt zu wagen, mutig zu sein. Gut, wir gucken weiter. Das letzte Kartendeck, ihr Lieben. Was zeigt sich noch nächste Woche? Der 10. bis 16. Oktober nächste Woche. Was bringt uns allen noch in der nächsten Woche? Was bringt uns allen noch die nächste Woche? Nummer 1, Nummer 2. Noch eine Karte bitte. Oder 2. Ich habe das Gefühl, da wollen auf jeden Fall noch 2 kommen. Nächste Woche, der 10. bis 16. Oktober nächste Woche. Was kommt noch nächste Woche auf uns alle zu? Ja, da ist sie. Gut. Fangen wir an mit dieser Karte. Und da haben wir Birthing a New Age. Es geht ja also darum, etwas Neues zu kreieren. Ja? Ja, es geht darum, wirklich etwas komplett Neues zu kreieren nächste Woche. Es geht ebenfalls darum, eine neue Welt zu träumen, bis sie real wird, sozusagen. Ja? Okay. Also was ich hier definitiv wahrnehme, ist sehr, sehr stark Wahrhaftigkeit, Authentizität, dein wahres Selbst kommt immer und immer mehr zum Vorschein, ob du das wahrnehmen möchtest oder eben nicht. Das ist genau das, was wirklich geschieht. Alles, was du zuvor unter dem Teppich gekehrt hast, was unangenehm war, was du nicht sehen wolltest, was du verdrängt hast in dir, ja, das kommt hoch, ihr Lieben, ja, ob du das möchtest oder nicht, ja, die Leichen auf Deutsch gesagt kommen aus dem Keller. So, was haben wir hier unten drunter? Da haben wir Unbound. Es geht ja also darum, Seelenmuster, Verträge und vergangene Leben loszulassen. Es geht also darum, dass du dich von all den Fesseln befreien sollst, die dich daran hindern, du selbst zu sein, aufzusteigen, die nächste Stufe zu erreichen, dich selbst mehr kennenzulernen, heranzureifen. Ja, lass hier los. Deine Vergangenheit ist vorbei. Es geht darum, dass du das akzeptierst, dass das in deinem Leben, dass da einiges nun wirklich vorbei ist. Ebenfalls auch, wenn es um dich geht. Ja, es ist jetzt nun wirklich vorbei mit Masken tragen. Es ist vorbei, sich aus der Affäre ziehen von irgendwelchen Dingen, die unangenehm sind, die etwas mit dir zu tun haben. Ja, es geht nächste Woche ganz, ganz stark wirklich um Wahrhaftigkeit, dein wahres Selbst, deine reine, ja, das, was du von Natur aus eben bist. Ja, genau. Also sehr, sehr interessant hier das Ganze. So, lass mal sehen. Ups, die Karte wollte ich nicht. Es geht sofort weiter. Dann hast du jetzt hier Anna, Grandmother of Jesus. Okay. Es geht um einen göttlichen Plan. Es geht ja darum, dass du mit einem göttlichen Plan auf die Erde gekommen bist, jeder von uns, was auch immer das für einer ist. Ja, das ist bei jedem von euch unterschiedlich. Jeder von euch ist ja mit einem göttlichen Plan auf die Erde gekommen. Und es geht darum, diesen Plan nun zu verwirklichen. Und dazu ist es wichtig, alles loszulassen, was einfach nicht mehr zu dir passt. Ja? Und ebenfalls all das anzunehmen, was du bisher verdrängt hast, dir das wirklich anzuschauen. Ja? Was ich bei dieser Karte ebenfalls auch spüre, ist, dass du deine Talente, deine Gaben nun wirklich mit anderen teilen darfst. Einige von euch, ihr habt Angst, euch zu zeigen. Ich kann das verstehen, auf jeden Fall. Ja, dazu gehört auf jeden Fall Mut und, ne? Aber deine Gaben wollen gelebt werden. Ja,
Was haben wir hier? Eine wiederholende Botschaft. Ja, die aufgestiegenen Meister sind hier auf jeden Fall sehr, sehr stark an deiner Seite. Du hast hier Hilfe. Ja, beziehungsweise möchte die geistige Welt dir sehr, sehr gerne helfen. Das können sie nur, wenn du sie darum bittest. Ja? Und wir haben hier etwas, wo, ja, du darfst hier auf jeden Fall etwas tun, um deine Vibration, deine Schwingung zu ändern, zu wandeln. Ja, in Form von Tanz, in Form von Joggen zum Beispiel, in Form von, ja, körperliche Betätigung, körperliche Bewegung. Irgendetwas darfst du hier tun, um deine Schwingung zu wandeln, deine Schwingung zu ändern. Ja, einige von euch, ihr wart hier wahrscheinlich zu stagnierend, ne, also zu, naja, zu unbeweglich, sage ich jetzt ganz einfach mal. Und hier wird wirklich gesagt, hier wird etwas getan, damit deine Schwingung sich hier wirklich wandelt. Beziehungsweise sehe ich schon, dass einige von euch da hier wirklich etwas tun. Also ihr Lieben, nächste Woche geht es wirklich darum, dass einiges nun immer und immer wieder an die Oberfläche kommt. Und das hat schon begonnen. Das hat in dieser Woche schon begonnen. Wir haben es in der letzten Wochenbotschaft schon gesehen. Ja, und jetzt geht es wirklich darum, sei mutig. Sei mutig, setz dich damit auseinander. Fühle das, was gefühlt werden möchte. Ich schwöre dir, es wird leichter. Ja, und wie gesagt, ich kann dir wirklich empfehlen, mit diesem Buch hier wirklich zu arbeiten. Und wie gesagt, das ist keine bezahlte Werbung, ja, und kannst du machen, wie du möchtest, gibt's auf Amazon, ne? Ihr Lieben, ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne nächste Woche. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen, bis dann. Tschüss.